Wokismus meint ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Zum einen teilst du die Welt in identitär definierte Opfergruppen, die können sich nach irgendwelchen Merkmalen richten, also Körpergröße, Hautfarbe, Geschlecht, irgendwas. Also es kann wirklich das beliebigste Merkmal sein. Und zum anderen teilst du die Welt in Gut und Böse. Diese Opfergruppen sind gut und müssen beschützt werden. Und alle, die deine Ideologie gut finden, die sind auch gut und die muss man politisch voranbringen. Und alle, die sich gegen diese Ideologie stellen, Oh die mein sind Gott. moralisch böse. Alles klar. Und das würdest du sagen, das ist deine Definition von Wokismus. Ja. Und es gibt viele von diesen Wokisten, würdest du sagen. Ja. Ja. Also in Talkshows und so siehst du nur, nee, nicht, ich möchte es nicht so blöd sagen, aber siehst du viele Menschen, die so ein Politikverständnis haben, die die Welt einteilen in Gut und Böse und die, wo nach dem eigentlich kein Überlegen mehr stattfindet. Dieses identitäre Einteilen der Gesellschaft in Opfergruppen, das, also in Gut und Böse definitiv, das sieht man in der Außenpolitik besonders stark, aber das ist ja ein anderes Politikfeld. Der Wokismus, der bewegt sich ja vor allem auf dem kulturellen Feld. Und das ist ja zum Glück in Talkshows noch nicht das Hauptthema, jedenfalls meistens. Aber bei Funkkanälen Na, ich oder finde schon, also zum Beispiel jetzt vielleicht nicht Gender-Themen, aber es wird ja alles kulturkämpferisch aufgeladen. Ja, Also ja. zum Beispiel, wenn gesprochen wird von wegen Arbeitszeitverkürzung, da geht es nicht darum, ja, ist das wirtschaftlich gut, hilft das Menschen, sondern dann wird gesagt, nein, Menschen sind faul und wir müssen gegen faule Menschen arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, also dieses, weiß ich nicht, dieses Verkulturkämpferischen findet überall statt. Es sind nur halt die Ja. Themen. Gender interessiert halt die Boomer nicht, aber das heißt nicht, dass das nicht trotzdem Aber diskutiert wird. das ist ja nicht der Woke-Kulturkampf. Also das ist ja so ein immer wiederkehrendes Muster neoliberaler Argumentation, dass du sagst, wenn wir den Wohlfahrtsstaat ausbauen, dann werden die Taugenichtse immer besser gestellt und die hart arbeitenden Leistungsträger, die werden dann immer mehr belastet. Deswegen dürfen wir den Wohlfahrtsstaat nicht so sehr ausbauen. Aber das hat ja jetzt Ja. erstmal wenig mit dem Wokismus zu tun. Ja, nein, okay, nein, verlaufen wir uns nicht da. Das heißt, du würdest sagen, zum Beispiel die Grünen, also okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also stell dir vor, ich sitze in der Talkshow und ich sage, ja, Schwule wurden in Deu also werden in Deutschland rechtlich und gesellschaftlich unterdrückt, würdest du das jetzt schon als Wokismus im negativen Sinne deuten, dass du sagst, ja, das teilt die Welt ein in Gut und Böse vermeintlich, also irgendwie in die Schwulen, die gut sind und diejenigen, die nicht schwul sind, die schlecht sind und die dann unterdrücken? Oder wie würdest du das charakterisieren, wenn ich das sage? Ja, exakt, das ist ein Beispiel. Also es ist für dich schon so viel, wenn ich sage, Homosexuelle werden unterdrückt in Deutschland. Ja. Okay. Wenn ich jetzt sage, Schwarze, genau, also das ist jetzt auch für Transmenschen, für NBs, für, weiß ich nicht, Türken, wenn ich das sage, die werden unterdrückt, dann ist das schon Woke und Wokismus und dann ist schlecht. Ja, was heißt schlecht? Ich teile dieses Politikverständnis halt nicht. Also wie Politikverständnis. Also du würdest gar nicht sagen, dass es sinnvoll ist zu sagen, wenn eine Gruppe, die so ein gemeinsames Merkmal hat, von einem System benachteiligt wird. Du würdest gar nicht so drüber nachdenken. Ja, exakt. Zumal es bei den von dir genannten Beispielen, also Homosexuellen oder Schwarzen, ja nicht der Fall ist. Also es gibt ja kein Gesetz in Deutschland. Also nenn mir mal ein Recht, was Homosexuelle nicht haben, aber was Heterosexuelle schon haben. Ist es nicht mit Blutspenden? Durften das? Also ich weiß, in Österreich, okay, ich kenne jetzt die Deutschen nicht so gut, aber in Österreich bis vor kurzem, lass mich das googeln schnell, aber wenn ich mich recht entsinne, durften in Österreich lange Zeit Homosexuelle nicht Blut spenden. Das wäre jetzt zum Beispiel eins. Ja, da hättest du jetzt Sexuelle. tatsächlich ein Detail, wo eine Ungleichberechtigung Nein, ja vorliegt. genau das, aber ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, dass es notwendig ist, dass es im Gesetzestext stehen muss. Ja, in Aber Deutschland. Sexuelle dürfen die Menschen, dürfen, Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie in den letzten 4 Monaten keinen neuen Sexualpartner und nicht mehr als einen Sexualpartner hatten. Also das wäre jetzt ein Beispiel, ja, aber ich möchte. also Polyamorie.
ist dann das Problem und nicht Homosexualität, wenn ich das richtig. Ja, polyamore Menschen, nein, nein, nicht, da sind mehrere Probleme. Einerseits ist es erst schwulenfeindlich und transfeindlich, glaube ich, ist da auch gestanden, oder? Ja, egal. Und es ist polyamor, also das ist ja Intersektionalität. Man kann ja aufgrund mehrerer Gruppen, also sozialer Kategorien unterdrückt werden. Oder nicht, würde ich dich jetzt fragen. Theoretisch wäre das möglich, aber das ist ja real nicht der Fall. Okay. Also, aber das Beispiel zum Beispiel mit den Homosexuellen, auch wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht wegen Polyamorie, würde ich so nicht teilen, aber, ja, aber zum Beispiel schau her, polyamore Menschen, die nur Heterosex haben, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer offenen Beziehung lebe, aber straight bin, dann würde mich das nicht betreffen. Also das hat ja schon was mit Homophobie zu tun, oder nicht? Ja, dann mit beiden Merkmalen. Ja. Aber das ist ja jetzt wirklich eine ganz kleine Detailfrage, ob man Blut spenden darf oder nicht. Würdest du sagen, aber wenn zum Beispiel jetzt im Gesetz drinnen steht, dass du, weil du kurze Haare hast und so, dass du dann was nicht machen darfst, das wäre doch scheiße. Auch wenn du jetzt findest, es ist klein und es ist, geht es davon die Welt nicht unter, ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn ein gesetzlicher Unterschied zwischen dir gemacht wird und anderen, weil du, weiß ich nicht, eine komische Augenbrauenfrisur hast oder Sexualität einfach. Stell dir vor, Heteromenschen dürften nicht Blut spenden. Wäre das nicht kacke? Dann würde man fast keine Blutspenden mehr bekommen. Warum sollte man die Mehrheit der Bevölkerung? Nein, natürlich wäre es dumm, aber also, ich möchte jetzt nicht dir sagen, dass du irgendwas bist, aber kannst du nicht verstehen, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber muss man solche Detailfragen dann gleich identitätspolitisch aufladen und politisieren? Kann man ja, dann universalistisch sagen, das Problem ist, ja, alle, die keine Vorerkrankung haben, die sie ausschließen und alle, die halt sonst gesund sind, also da, das wird ja auch alles geprüft von Blutspenden, die dürfen Blut spenden. Das wäre natürlich super, nur ist es halt nicht so. Und das ist jetzt nicht das große Problem. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt eine Partei hätte, würde ich das nicht als mein Flagship-Issue machen, wo ich jetzt die Wahl gewinnen möchte. Aber es ist halt ein Indikator von dem Ding, dass es in vielen Bereichen des Rechtssystems gibt. Und da sind wir jetzt noch gar nicht von sozialen Faktoren der Diskriminierung, weißt du? Inwiefern werden Homosexuelle denn in Deutschland sozial diskriminiert? Naja, zum Beispiel, es gibt jetzt nicht so gegen straighte Menschen, gibt es jetzt nicht, dass irgendwie gesagt wird, du Hetero. Aber im Gegenteil gibt es schon, dass Homosexuelle Schwuchtel genannt werden. Also zum Beispiel, das ist ein strukturelles Phänomen. Es kommt ja nicht selten vor, dass schwule Personen beleidigt werden oder Trans-Personen. Kommt das aus der Woken-Bubble schon relativ häufig, dass da sowas wie alter weißer Cis-Mann in herabwertender Art und Weise verwendet wird beispielsweise. Und zum anderen ist es relativ logisch, dass Merkmale, die eben nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung betreffen, als Beleidigung verwendet werden. Ein Merkmal, das sich 90% aber das wäre ja ein Anzeichen von Diskriminierung, oder nicht? Du sagst jetzt, ja, es ist klar, dass das so ist, würde ich auch sagen, aber es ist ja trotzdem schlecht und diskriminierend. Ja, aber ich würde so etwas nicht politisieren. Wieso nicht? Das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, das ist ja nicht so, es ist ja nicht rein zufällig so, dass viel häufiger Hate Crimes gegen LGBT-Menschen vergangen werden als gegen Straighte oder so. Es ist ja nicht ein Zufall, das sieht man ein Phänomen, ein strukturelles. Ist das tatsächlich der Fall? Ich muss jetzt die Statistiken raussuchen, aber möchtest du jetzt wirklich bestreiten, dass Transmenschen jetzt speziell in den letzten 2 Jahren, wo ja die Anti-Trans-Bewegung aus Amerika sehr stark nach Deutschland rübergeschwappt ist, also mit Gender Gaga und so, diese starke Ablehnung, die auch in sehr problematischer Rhetorik stattfindet, auch von wegen, dass alle Schwule Pädophile sind, also das kommt ja schon rüber, dass in diesem Klima die Hate Crimes gegen LGBT-Menschen draufgegangen sind, das möchtest du widerstreiten? Ich habe gefilibustert, ich muss jetzt nicht. Ja, was heißt, das möchte ich bestreiten? Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen aussehen. LGBT, Hate Crimes. Ich mach was sind Hate Crimes? Also ich finde diesen Begriff Hate Crimes auch total bescheuert. Also hat man dann die Täter gefragt, hast du das jetzt gemacht, weil du diese Menschengruppe hast oder hast du das gemacht, weil du dich so mit ihm gestritten hast? Oder nimmt man einfach alle Verbrechen, die gegen diese Gruppe passieren, dann als Hassverbrechen?
Ja, das macht man aber umgekehrt genauso. Zum Beispiel, wenn jetzt ein offener Neonazi verprügelt wird und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann wird auch nicht gefragt, war das jetzt ein Linksextremer, der den geschlagen hat, weil er linksextrem ist und halt den Nazi in die Fresse hauen will, oder weil es einen Streit unter Freunden gab. Da wird auch nicht gefragt, sondern es wird einfach als Linksextrem. Also dieser Bias, den du da wahrnimmst, geht in beide Richtungen. LGB Hate Crimes Deutschland Statistik. Ist das in Deutschland? Fuck. Ja, genau. Häufigkeit von Hasskriminalität in Deutschland. Bis dahin war Hasskriminalität im Metz so die Medien sehr selten verfolgt worden. Okay, das ist nicht relevant. 782 registrierte Straftaten von Hasskriminalität gegen LSBTI. Das ist eine komische Bezeichnung. Wahrscheinlich irgendwas in Richtung LGBT, aber ich weiß jetzt nicht. Also da ist Lesbian. Ist ja egal, aber merkst du mein Problem? Man konstruiert immer wieder neue, bescheuerte Identitäten. Was habe ich mit irgendwelchen Transpersonen zu tun? Oder Moment, was heißt Menschen, die trans sind? Das LGBT. Sind halt Menschen, die geboren wurden, ganz blöd gesagt, und wo das biologisch zugeordnete Geschlecht nicht mit ihrem eigenen Gefühl zusammenpasst. Was ist das jetzt für eine Erfindung von der Identität? Das ist halt für die ein Problem. Dass du da ganz verschiedene Identitäten zusammenmanscht. Was haben Lesben erstmal mit Schwulen zu tun und was haben die dann wiederum mit Transpersonen zu tun? Nichts. Na doch, es ist sexuell bzw. geschlechtlich abweichendes Verhalten, was die Gesellschaft sanktioniert. Das sieht man in der langen Geschichte von der Verfolgung dieser Gruppen. Also das ist ja nicht erst seit kurzem so, dass gegen diese Gruppen diskriminiert wird, sondern das hat ja eine Jahrhunderte, Jahrtausende Geschichte. Und die vereint eben eine Diskriminierungserfahrung aufgrund von sexuell, rechtlich abweichendem Verhalten. Also da eine Kategorie zu machen und ja, die Menschen, die erfahren ungefähr dieselben Probleme und werden ungefähr ähnlich diskriminiert, da macht es schon Sinn, eine Kategorie zu ziehen, oder nicht? Das mag Anfang der 70er Jahre, als Homosexualität noch illegal war und das Transsexuellengesetz noch nicht existierte, eventuell Sinn gemacht haben. Aber heute ja nicht. Schau her. Heute sind die Sachen gleichberechtigt. Du bist ja ein Experte für. Also okay, ich möchte das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Du studierst ja Volkswirtschaftslehre. Und du würdest dich wahrscheinlich wirtschaftlich eher als links verstehen. Also du findest zum Beispiel die Ungleichheit in Deutschland wirtschaftlich ein Problem. Ja. Ja, jetzt steht im Gesetz nicht, dass es so und so viele Arme geben muss, die eine schlechtere Lebensqualität haben müssen, die schwieriger haben müssen, einen Job zu finden, die schwieriger haben, einen dauerhaften Job zu finden. Das steht alles nicht im Gesetz. Und trotzdem passiert das diesen Menschen sehr, sehr oft. Das heißt, egal ob das jetzt im Gesetz steht oder nicht, gesellschaftliche Ergebnisse kommen auch anders zustande. Es muss jetzt nicht der Staat herkommen und sagen, ja, diese Gruppe ist jetzt mal gefickt, sondern es kann auch andere Phänomene geben, die diese Gruppe unterdrücken. Andere Phänomene, unsere Marktwirtschaft, die erzeugt ja automatisch Ungleichheit. Solange die Kapitalrendite über dem Wirtschaftswachstum liegt, steigt die Ungleichheit. Das ist ein empirisch ziemlich gut nachweisbares Gesetz. Und steht nicht im Rechtssystem festgeschrieben, dass das so sein muss. Nein. Und trotzdem ist es so. Das steht in unserem Wirtschaftssystem festgeschrieben, wenn die Steuersätze und die Lohnpolitik entsprechend ist. Und ich würde jetzt sagen, kann man ja einfach verändern. Ja. Und zumal Armut ja nicht anhand irgendwelcher identitärer Merkmale auftritt. Also wenn du... Zum Beispiel Schwarze jetzt. Du magst das Beispiel nicht. USA hast gesagt letztes Mal, dass du da nicht so im Bilde bist. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, von wann die Statistik ist, aber es wird sich in den letzten 7 Jahren nicht so viel getan haben. Ich nehme das jetzt ungefähr von da, dass irgendwie die mediane schwarze Familie ein 36stel vom Haushalts, also Net Worth hat, von der medianen weißen Familie. Das ist so offensichtlich, wie es geht, dass da ein ökonomisches Ergebnis, die Ungleichheit, mit identitären, also identitätsmäßigen Merkmalen, in diesem Fall der Hautfarbe, korreliert. Ja, aber selbst da lässt sich das nicht zu 100% auf Rassismus zurückführen. Natürlich nicht. Intersektionalität würde ich nicht widersprechen, aber trotzdem ist das ja ein Problem. Ja, was heißt nicht mal zu 100%? Ich würde vermuten, zum Großteil nicht auf Rassismus. Du hattest tatsächlich eine reale Diskriminierung von Schwarzen in den USA und eine Segregation bis in die 60er Jahre. Und
das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich, deutlich zurückgegangen, aber da Ungleichheit im Kapitalismus halt von Generation zu Generation weiter perpetuiert wird, ja. Intergenerationelle Einkommenselastizität in besonders ungleichen Ländern wie den USA, die bis vor 50 Jahren, wie gesagt, zumindest in Südstaaten noch ethnisch segregiert waren, extrem gering ist. Ja, Hautfarben, also halt rassistisch. Von, ja. Ja, vererbt sich das halt von Generation zu Generation. Klar, und wenn ich jetzt in Amerika in einer Talkshow sitze und sage, dass das ein Problem ist und dass, wenn wir das Problem beheben wollen, also meine Lösung wären jetzt Reparations, nicht im Sinne von Auszahlungen an die, also nicht auf Überweisungen, sondern ich würde als Staat in diese Communities fiskalisch hineingehen und Investitionen fördern. Ich würde denen bessere Bank, aber das wäre zum Beispiel jetzt meine Lösung. Wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen. Und wenn ich jetzt aber sage, aber wir müssen trotzdem verstehen, dass das ein Resultat von hautfarbenbezogener Diskriminierung ist, wäre das für dich auch schon wokistisch und ganz schlimm. Ja, das wäre ja eine historische Feststellung, die sich auf die Situation von vor über 50 Jahren bezieht. Also wenn ich sowas feststelle, eine identitätsbezogene Unterdrückung, wo du sagst, das stimmt, ist dann ist okay. Von der ich, wie gesagt, bezweifeln würde, dass die heute noch so existiert. Soll ich dir die Studie nochmal schicken, die ich dir letztes Mal geschickt habe, von wegen Policing? Also und Policing, also wie jetzt das Justizsystem agiert, das hat ja so viele weitere Auswirkungen. Es entscheidet, ob du einen Job findest, es entscheidet, ob du mieten, dich wo einmieten kannst. Alles das wird davon natürlich beeinträchtigt und nachdem Schwarze, das wird ja perpetuiert durch diese rassistische Policing Policy. Ich habe dir das schon mal geschickt, ich schick's dir der Formalität her nochmal. Ich nehme an, du hast es dir nicht angeschaut. Nein. Was in Ordnung ist, ich verlange auch nicht, also du könntest auch nicht von mir verlangen, dass ich alles lese, was du mir schickst. Ich hatte schon wieder vergessen nach Ende des Gesprächs, dass... Das macht urnix, du, das ist, es ist auch ein langer Report. Ich habe auch noch nicht alles gelesen, ich habe Abstract und Ergebnisse, ja, Methodologie. Ich habe die Zahlen aber mal woanders angeschaut, ja. Und so wie ich das verstanden habe, sind Schwarze tatsächlich überproportional häufig die Täter bei Verbrechen. Sie kommen also überproportional häufig in Situationen, ja, in denen sie von der Polizei erschossen werden können. Das heißt, nein, ich rede jetzt nicht von erschießen, ich rede jetzt von dem Report. Du hast recht, aber ich möchte gern auf dem Thema bleiben. Weil du hast recht, aber das hängt natürlich auch mit Polizeistrategie zusammen. Zum Beispiel, das ist das bekannteste Beispiel. Du hast ein schwarzes Ghetto, historisch bedingt, Rassismus, Redlining und so. Und dann hast du da ein Kriminalitätsproblem, weil halt Armut, beziehungsweise... Armut und keine Aussicht auf irgendeine Besserung, führt eben zur Bildung von Gangs. Und diese Gangs bestehen halt lange Jahre fort und deswegen gibt's die noch. Jetzt ist dort die Kriminalität höher, Polizei geht dort mehr hin, weil da ist die Kriminalität, da brauchen wir mehr Polizei, dass die aufpasst. Das heißt, du hast mehr Augen, die was sehen, mehr Ohren, die was, mehr Nasen, die die das riechen. Und so setzt sich das Problem dann fort. Das ist auch ein lang dokumentiertes Phänomen. Ja, da sind wir wieder beim letzten Punkt. Das hatte ich im letzten Gespräch auch schon gesagt. Nicht jede Heuristik, die von Behörden oder selbst von Privatpersonen im Alltag angewandt wird, kannst du gleich zu Rassismus umdeuten. Also nur weil die Polizei häufiger in diesen Regionen kontrollieren geht, hat das ja nichts mit Rassismus zu tun. Wenn es in diesen Regionen würde das jetzt gar nicht so nennen. Also das ist jetzt noch nicht der Rassismus. Ich sage nur, das ist die Erklärung, wieso das System heute noch immer diese Zustände befördert. Siehst du, und der Rassismus... Der Rassismus, Entschuldigung, fängt dann an in dem Verhalten von den Polizisten und Polizistinnen vom Ferguson Police Department, das ich dir so eben geschickt habe, wo sie eben, ich meine, ich suche das Abstract und lese das vor nach deinem nächsten Text, wenn du das... Ja, und jetzt ist die Frage, wie, jetzt sind wir schon wieder in den USA, aber ist ja auch egal, nein, weil wie das, man das ändert. Ändert man das durch eine Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung setzt, die tatsächlich die Lebensverhältnisse aller verbessert, oder setzt man das durch eine ethnotribalistische Politik oder eine rassentribalistische Politik ein, die bestimmte Leute mit einer bestimmten Hautfarbe besser stellt als andere? Da würde ich sagen, halt durch eine bessere Wirtschaftspolitik, die für Vollbeschäftigung sorgt und die eben dafür sorgt, dass auch jeder Schwarze einen Job bekommt und damit sich diese Ungleichheit sehr schnell von selbst abbauen lässt, diese rassisch bedingte Ungleichheit. Bin ich ja auch dafür, also das würde ich ja gar nicht abstreiten, dass wenn, ich würde abstreiten, dass sich damit alle Ungleichheiten sozusagen beheben lassen, dass sich alle Ungleichheiten dadurch beheben lassen, das würde ich abstreiten, aber dass das ein sinnvoller Schritt wäre, auf keinen Fall.
jetzt sollten wir das ganze Projekt von wegen, ja, wir investieren da jetzt breit, um sozusagen historische Ungleichheit abzubauen, ist das auch wichtig, weil sonst kommen halt wirkliche Rassisten dann daher und wenn wir das nicht bedenken, dass das systemisch bedingt ist, dann kommen die, warum müssen wir den Schwarzen so viel Geld geben? Sind die dümmer? Wenn die dieselben Startbedingungen haben wie wir und aber trotzdem so abkacken, sind die vielleicht dümmer? Das heißt, es ist immer wichtig mitzubedenken, warum man das macht. Ja, entscheidend ist ja nicht die Hautfarbe. Also entscheidend ist halt, wobei, worüber reden wir jetzt? Wirtschaftssystem Ungleichheiten von Generation zu Generation vererben. Wenn man das beenden will, dann muss man halt eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen. Ja, klar. Und trotzdem es als die Behebung oder als irgendwie ein Problem, das entstanden ist, aus Rassismus begreifen, damit so ein Problem nicht irgendwie anders entstehen kann. Zum Beispiel umgedreht. Wenn man jetzt sagen würde, ja, die Schwarzen, die machen jetzt ihre Revenge-Tour und versklaven jetzt all die Weißen. Wir müssen die Systeme, die uns in sozusagen die Scheiße geritten haben, verstehen, als das benennen, was es ist in der politischen Diskussion, damit wir sie vermeiden können. Ja, das ist der Punkt von diesen Aufzeichnungen, ja. Und sowas wie Rassismus ist nun mal auch kein nichts, was von selbst entsteht, sondern das ist Folge gewisser ökonomischer Bedingungen. Also der Rassismus, der moderne, der sich gegen Schwarze richtet, der in den USA, der ist ja historisch aus der Sklaverei entstanden. Es ist ja nicht so, dass man zuerst gesagt hat, die Schwarzen, die sind minderwertig, wir müssen die jetzt versklaven, sondern es ist so, dass man sich zuerst schwarze Sklaven aus Afrika geholt hat und das dann irgendwie versucht hat zu begründen. Es geht damit einher, dass die Begründung von diesen vom transatlantischen Sklavenhandel war auch religiös begründet. Also da sind es auch viele Dinge. Es war einerseits die ökonomische Notwendigkeit, weil das eben nicht Notwendigkeit, aber die ökonomische Gegebenheit, dass es einfach vorteilhaft ist für Landbesitzer, wenn sie ihre Arbeitskräfte nicht bezahlen müssen, das ist das eine. Aber andererseits sieht man ja Rassismus. Oh, hast du auch einen Tee? Andererseits sieht man ja Rassismus auch in viel älteren Gesellschaften, also zum Beispiel, oder nicht Rassismus, aber so gruppenbasierte Diskriminierung. Also ich weiß nicht, wer das war, Sokrates, Platon, Aristoteles, einer von denen hat halt gesagt, dass es minderwertige Menschen gibt, das sind halt zufälligerweise die gerade versklavt waren und dass es die höheren Menschen gibt, die Griechen, die so denken können. Ich weiß jetzt nicht, wer das genau war, aber diese Vorstellungen von wegen, ja, es gibt unterschiedliche Menschenrassen, gibt es lange und waren nicht jedes Mal ökonomische Dinge dahinter. Also das hat weit und die Behauptung, dass sozusagen alles auf ökonomische Dinge zurückzuführen könnte. Würdest du sagen, dass es nur alleinig auf das zurückzuführen ist? Also dass alle Systeme von sozialer Diskriminierung aus gegen Schwule oder so ökonomisch zurückzuführen ist? Oder ist es da auch so was Intersektionales? Die Sexualmoral entstanden ist, damit habe ich mich tatsächlich nicht so genau beschäftigt und ich weiß auch nicht, wie genau das erforscht ist. Es wurde ja von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich behandelt, aber ja, natürlich ist das ein emergenter Prozess. Also natürlich gibt es heute noch Rassismus und heute in einer Gesellschaft, wo alle gleichberechtigt sind, macht das keinen Sinn. Aber er existiert ja trotzdem noch. Also wie gesagt, aber zuerst kommen die materiellen Verhältnisse, jetzt wie gesagt, nicht immer zu einem. Also das Sein schafft das Bewusstsein. Exakt. Aber du bist kein Marxist, oder? Ich meine, ich bin mir sicher, du kennst das Zitat. Aber da stimmst du Marx zu. Okay, alles klar. Ja. Na, natürlich stimme ich dem auch zu, dass wie wir denken können, auch immer Ergebnis, also ein opportunistisch geprägt ist. Und sozusagen das, was worauf sich eine Gesellschaft stützt, das wird gerechtfertigt. Und trotzdem, auch wenn das ökonomisch bedingt ist, dieses Verhältnis, trotzdem gibt es noch andere Strömungen, die halt in den Köpfen von Menschen unabhängig von ihren ökonomischen Abhängigkeiten sind. Zum Beispiel profitieren jetzt Menschen in Ostdeutschland zum Beispiel, die jetzt sehr pro AfD sind und Ausländer nicht so gern haben. Die profitieren ja jetzt nicht davon, wenn jetzt Ausländer rausgelassen werden. Das hat ja für die immanent einen fast nicht messbaren Effekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, selbst wenn ich jetzt diese Fantasie von wegen, dass das ja irgendwie die Löhne senkt, teile, dann senkt die sich pro Ausländer, der herkommt, oder pro 10.000 Ausländer, die herkommen, nach ganz Deutschland um 2 Euro. Okay, aber das rechtfertigt dann ja nicht,
dass diese Menschen auf die Straße gehen, jede Woche am Samstagabend oder so und schreien Ausländer raus oder so. Also das geht ja weg von ökonomischen Überlegungen von diesen Menschen. Ja, was heißt rechtfertigen? Also du musst Proteste ja nicht rechtfertigen. Proteste sind in der Demokratie ja erstmal erlaubt. Nein, ich sage nicht nur, dass dein Frame das nicht erklären kann, wieso da so eine Vehemenz dahinter ist. Das will ich sagen. Natürlich ist es gerechtfertigt. Also ich finde es scheiße, dass die das machen, aber natürlich dürfen sie das, will ich ja nicht verbieten. Aber nur das Ökonomistische kann das ja nicht erklären. Alleine. Das hat natürlich einen Teil, aber ja. Du hast ja gerade ein gutes Beispiel genannt, Ostdeutsche, die sind ja ökonomisch wesentlich schlechter gestellt als Westdeutsche. Mhm. Das liegt ja an der deutschen Wiedervereinigung, wo ja, genau. Man die DDR komplett größtenteils von westdeutschen Investoren, zum kleinen Teil noch von anderen Investoren aus westlichen Ländern übernommen wurde und man sie komplett deindustrialisiert hat durch eine falsche Industriepolitik, durch einen viel zu starken Wechselkurs. Das waren eigentlich die zwei hauptsächlichen, zu schnelle Privatisierung und ein zu starker Wechselkurs. Das tötet in kürzester Zeit jede Industrie. Man hat dann notdürftig durch Transferzahlungen aus Westdeutschland dafür gesorgt, dass diese Schocktherapie in der DDR nicht ganz so schlimm war wie in anderen osteuropäischen Ländern. Da, wo man nicht so viel Hilfe aus dem Westen oder gar keine Hilfe aus dem Westen hatte, da sah es ja teils noch wesentlich schlimmer aus in anderen osteuropäischen Ländern. Aber wäre es jetzt deiner Meinung nach sinnvoll, ich meine, bei Ostdeutschen, da könntest du das ja ziemlich überzeugend argumentieren, die haben deutlich geringeres Durchschnittseinkommen als Westdeutsche, hatten letzten 30 Jahre sogar eine deutlich geringere Geburtenrate. Die Regionen sind durchgängig verödet. Also hast da. Ja, ich weiß, wie scheiße das geht. Was würde ich denen sagen? Hältst du das jetzt für sinnvoll, so eine ostdeutsche Identitätspolitik zu machen und sagen, wir laden das auf und wir führen jetzt eine ostdeutschen Quote in Vorständen oder Parlamenten ein? Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das kann man machen. Ich habe so tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, weil die Unterdrückung, sie werden ja nicht unterdrückt, weil sie Ostdeutsche sind, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Schwarzer diskriminiert wird und unterdrückt wird, dann wird er unterdrückt, weil er schwarz ist. Ostdeutsche werden ja nicht unterdrückt, weil sie Ostdeutsche sind, sondern sie werden unterdrückt, weil es für westliche Investoren, die halt da Schocktherapie betrieben hat, weil es für die vorteilhaft ist. Ich würde da schon tatsächlich einen Unterschied machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn jetzt da gesagt wird, so, wir müssen etwas für Ostdeutschland machen. Ostdeutschland wurde deindustrialisiert. Sie haben uns mit ihrer Wirtschaftspolitik sehr geschadet. Wir müssen uns verstehen als sozusagen, wir müssen wirkmächtig werden, dass wir Leute ins Parlament bekommen, im Bundestag bekommen, die für uns Politik machen. Fände ich nicht schlimm. Ich würde es jetzt, aber wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht befürworten, dass jetzt da ein neuer Nationalismus aufgemacht wird oder jetzt irgendwie gesagt wird, die Ostdeutschen sind die Guten und die Westdeutschen sind die Bösen. Das würde ich jetzt also nicht, dass man jetzt so Gruppen gegeneinander das würde ich nicht sagen. Also du würdest jetzt nicht so eine Erzählung von einer westdeutschen normativen Mehrheitsgesellschaft erzählen, die das Ziel hätte, die Ostdeutschen zu unterdrücken. Also das, ja, weil das nicht diese westdeutsche Hegemonie gibt, sondern es gibt diese Hegemonie unter westdeutschen Investoren. Ja, das ist ein Unterschied. Also die Wessis, natürlich, es gibt die Ossis, also diese Vorurteile gibt's, aber die Vorurteile haben ja nicht dazu geführt, dass im Westen dafür abgestimmt wurde, ja, und jetzt industrialisieren wir die Ossis, weil die so doof sind oder so. Also da gibt's ja nicht diese Gruppenanimosität, die es gibt zwischen manchen Nicht-Straighten und LGBT-Menschen halt. Oder zwischen der straighten Gesellschaft und LGBT-Menschen. Hier haben wir eine sehr, sehr starke ökonomische Ungleichheit, die sich auch durch historische Ungleichbehandlung, durch historische Fügungen, für die die jeweiligen Menschen überhaupt nichts konnten, ergeben hat. Und da befürwortest du jetzt keine spezielle Identitätspolitik. Ja, ich würde schon eine Identitätspolitik, nur was du mir halt jetzt so unterstellen willst oder nicht unterstellen willst, was da halt jetzt so für mich immer so mitschwingt und kannst sagen, ob du das so wahrnimmst oder nicht, aber dass irgendwie, wenn jetzt LGBT-Menschen für ihre Rechte kämpfen, dass sie dann irgendwie Agitation machen oder halt einen Kampf führen gegen Hetero-Menschen. Menschen machen das ja nicht, das machen woke Ideologen. Also die oder das, das woke Ideologen, genau. Dass die irgendwie einen Kampf führen, um irgendwie Straightness oder hetero Menschen einfach, dass der Kampf gegen die geführt wird.
Und das ist nicht der Fall. Es wird, wenn ich jetzt argumentiere, ich würde jetzt nicht den Kampf für LGBT-Rechte, würde ich jetzt nicht gegen straighte Menschen richten, sondern ich würde es gegen ungerechte soziale Praktiken führen, die erst einmal nicht mit irgendeiner Gruppe in Verbindung gebracht werden soll. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass natürlich sind es vor allem nicht LGBT-Menschen, die Gesetze machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die schuld sind oder dass man gegen die persönlich vorgehen soll, sondern ich würde sagen, wir müssen gegen die Systeme, die halt von diesen Menschen befördert werden, gegen die müssen wir vorgehen, aber das ist jetzt kein... Welches System? Naja, zum Beispiel, dass Schwule nicht Putsch spenden dürfen. Und viele weitere Dinge. Also zum Beispiel dass das sehr gut dokumentiert ist in Großbritannien, ist sicher auch in Deutschland dokumentiert, nur da weiß ich halt kein Paper dazu, dass wenn man im Ausweis sozusagen, es ist schwierig, sein Geschlecht zu verändern in Großbritannien. Man möchte aber vielleicht schon sozial transitionen, weil man sich wohler fühlt. Wenn es aber im Ausweis steht, das ist ein Dude, aber du siehst vor dir eine Frau mit langen Haaren und weiß ich nicht, einem Rock, dann wird gegen solche Personen diskriminiert. Da gibt es auch statistische Erhebungen dazu, dass Transfrauen, wo der Pass nicht mit ihrer Identität übereinstimmt, dass gegen die diskriminiert wird, statistisch. Also da wird auch kontrolliert für Einkommen oder so. Und so ist es in Deutschland genauso. Vom Namen her wird es diskriminiert. Also zum Beispiel ein Ahmed hat schwieriger eine Wohnung zu finden als ein Michael. Blödes Beispiel. Ja, aber bleiben wir mal bei diesem Trans-Thema. Also da macht man sich ja Sorgen, dass Menschen eventuell, die das nicht nötig haben, denen es eventuell sogar schaden würde, so eine Transition zu machen, dann eventuell in so einer Transition gedrängt werden, wenn man das zu leicht macht. Moment. Ich möchte nicht eine Debatte darüber führen, ob wir jetzt die legale Geschlechtsänderung verleichtern wollen oder irgendwie das, sondern ich möchte nur sagen, dass es diese Unterdrückungsmechanismen gibt, also Unterdrückungssysteme. Was ist daran Unterdrückung? Was ist daran Unterdrückung, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität weniger Zugang zu Mietwohnungen haben? Was ist daran? Das ist doch. Ja, was heißt Mietwohnung? Du warst gerade beim Namen ändern. Nein, da ist es zum Beispiel auch so. Da gibt es das bekannte Beispiel mit den Resumes, wo jemand seine Bewerbungsschreiben abgibt, dasselbe Bewerbungsschreiben mit zwei unterschiedlichen Namen und der normative Name, weiß nicht, Annelies wird genommen und was ist jetzt? Chantal, weil man irgendwie gegen Chantal ist diskriminiert. Wird nicht genommen. Da gibt es so viele Studien dazu. Nochmal, die Menschen, wenn sie das jetzt ablehnen, sagen sie nicht, ja, das ist, weil das ein türkischer Name ist. Aber es kann doch nicht ein Zufall sein, dass in allen Ländern dieser Welt solche Studien gemacht werden können, wo sozial diskriminierte Gruppen es schwieriger haben, den Job zu finden, irgendwo einzuziehen oder, weiß ich nicht, all diese Dinge zu bekommen. Menschen bilden sich aufgrund ihrer Erfahrungen Alltagsheuristiken, du könntest auch negativ geframed sagen, Vorurteile. Und ja. Diese Alltagsheuristiken anzukämpfen, die zu politisieren, halte ich für einen grundlegenden Fehler. Wieso? Es gibt sehr viel soziologische Theorie dazu, dass die sich nicht einfach so in den Köpfen bilden, sondern dass unsere Gesellschaft die bewusst reproduziert. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Judenverfolgung. Also es ist über Jahrtausende dokumentiert, dass es Juden sehr, sehr schwierig gehabt haben in einer hegemonial christlichen Welt. Ist das jetzt ein Zufall, dass das über Jahre, dass es immer genau diese religiöse Gruppe war, die Diskriminierung erfahren hat? Oder gibt es da eine gewisse soziale Struktur, die es zu bekämpfen gilt, die man vielleicht auch politisch ansprechen muss, die dafür sorgt, dass Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe diskriminiert werden? Was würdest du sagen? Nochmal, was ist jetzt genau deine Frage? Meine Frage ist es ein Zufall, dass über diese Jahrtausende jüdische Menschen diskriminiert wurden? Zufall? Oder gibt es da eine gewisse soziale Struktur dahinter, die sich über die Jahre hinweg reproduziert, die man vielleicht, wenn man Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen bekämpfen will, politisch angehen muss und nicht einfach nur individualisierend. Das ist lustig, dass du so gegen den Neoliberalismus bist, Gott sei Dank. Aber dass du jetzt hier sozusagen Unterdrückungserfahrungen von Millionen, also Milliarden eigentlich, Juden, hat es in der Geschichte sicher schon eine Milliarde gegeben, individualisierst, als das sind einfach so viele einzelne Menschen, Was heißt individualisierst? Du
kannst ja, du sagst, dass es keine soziale Dings dahinter gibt. Du vergleichst hier gerade diesen Unterdrückungen, ja? Ein Pärchen von Menschen in Ghettos nach religiösen Kriterien mit geringfügig messbaren Schlechterstellungen gewisser Identität. Nicht im Ausmaß. Ja, genau, aber nicht im Ausmaß. Im Mechanismus. Ja, eben nicht im Mechanismus. Es ist ja ein Unterschied, ob du Menschen in ein komplett abgeschottetes Ghetto reinsteckst oder ob du. Ja, also wie gesagt, nenn mir einen. Im Ausmaß ist es ein Unterschied, aber es ist derselbe Mechanismus. Außer es wird eine Gruppe. Nein, ja, okay. Außer vielleicht nicht. Das jetzt mit dem Blutspenden. Nenn mir ein Recht, das Homosexuelle nicht haben, das Heterosexuelle haben. Wie soll ich dir das jetzt beschreiben? Ich habe jetzt nicht all diese Studien bei der Hand, aber es ist Konsens, dass es sowas wie Heteroprivileg gibt in unserer Gesellschaft. Es ist Konsens, dass es sowas wie White Privilege, ich weiß, es ist ein Triggerwort für manche, dass es das gibt. Was heißt das, ist was? Keine Ahnung, was mit der Steuer ist. Und klar hat sich das mittlerweile, gibt es nicht mehr diese explizite Ungleichstellung, die du jetzt haben willst. Nicht mehr in so vielen Bereichen, wie gesagt, Beispiel ausgenommen das mit der Blutspendensache. Davon gibt es sicher noch andere Relikte überall, in jeglichen Lebensbereichen. Adoptieren, genau, danke. Adoptieren, und es dürfen noch immer in vielen Ländern, ist es schwieriger für schwule Menschen zu heiraten. Es ist schwieriger für Transmenschen zum Beispiel eine OP zu bekommen, die ein normaler Cis-Mensch ganz easy bekommt. Also zum Beispiel eine Brustverkleinerung ist, wenn man als Trans sich identifiziert, muss man zuerst zu einem Arzt gehen, der ein Fachmann ist, der einem das dann attestiert, dass man tatsächlich Genderdysphorie hat. Dann darf man das erst machen. Das alles sind jetzt so Dinge, die mir spontan einfallen würden. Viel stärker mittlerweile sind natürlich die kulturellen Vorbehalte gegen LGBT-Menschen. Beispiel Demos oder so. Ja, was heißt Beispiel Demos? Es finden ja jährlich riesige Christopher Street Days statt, wo Werbung dafür gemacht wird. Aber nein, sicher. Also es ist die LGBT-Menschen haben sehr viele Fortschritte gemacht. Es gibt immer noch viele Ungerechtigkeiten. Ja, was heißt Ungerechtigkeiten? Also, dass die Ehe erstmal eine Verbindung zwischen Mann und Frau war, kulturell immer, und ist ja völlig logisch. Also aus dieser Verbindung gegen Kinder hervor. Es mag logisch sein, aber es ist ungerecht. Warum soll ich Menschen nicht rechtliche Privilegien geben, die man als verheiratete Person halt eben hat? Nur weil sie sich nicht, weil sie nicht als Mann eine Frau heiraten. Warum soll ich das machen? Weil zwei Männer zusammen eben keine Kinder kriegen können. Und deswegen soll. Schau, was du jetzt sagst. Ich argumentiere um das nochmal klar zu sagen, ich bin nicht dafür, dass sie schlechter ist. Ich finde es gut, dass wir jetzt. Nein, ich weiß. Aber das war der historische Grund. Und da gleich zu sagen, das ist eine böse, böse, ungerechte Diskriminierung. Da gehe ich. Der historische Grund kann auch eine Diskriminierung sein, hallo? Der historische Grund für die Benachteiligung von Schwarzen in den USA ist die Sklaverei. Und das war eine Ungerechtigkeit. Das ist ein historischer Grund. Es kann doch beides sein. Genauso ist das Verbot der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eine historisch bedingte Ungerechtigkeit. Oder? Wo ist da der Logikfehler? Wie gesagt, jetzt sind sie ja gleichberechtigt. Also wie gesagt, dass sie gleichberechtigt wurden, das, wie gesagt, fand ich ja richtig. Aber jetzt sind sie ja nicht gleich. Ich habe noch all die anderen Beispiele aufgebracht, jetzt unabhängig von der Ehe, die auch für homosexuelle Paare erfahren auch immer wieder Diskriminierung, auch vor Standesämtern gibt es auch Dokumente, aber das ist was anderes. Wie gesagt, ich möchte jetzt weggehen von dem rein legalistischen, wenn es im Gesetz nicht steht, kann es keine Ungerechtigkeit geben. Nein. Zum Sozialen. Du verstehst meinen Punkt nicht. Nur weil du zwischen identitär definierten Gruppen Ungleichheiten messen kannst, heißt das nicht, dass du sie gleich politisieren solltest. Warum nicht? Ja, weil das halt die Gesellschaft immer weiter spaltet und du nie zu dem Ende kommst. Also dir sagt das Tocqueville-Paradoxon wahrscheinlich was. Also, ja, aber nein. Warum ist gesellschaftliche Spaltung schlecht? Wir sind gespaltet. Wir sind allein schon ökonomisch gespaltet. Und es ist halt eine Spaltung da zwischen LGBT-Menschen und nicht, und schwarzen Menschen. Ja, die ist nicht da. Die wird erst geschaffen von diesen woken Ideologen, die diese Spaltung politisieren. Ja,
man kann natürlich leicht sagen, dass es keine Unterschiede zwischen schwulen Menschen und Heteromenschen gibt, wenn man sagt, ja, die schwulen Menschen gibt es ja nur, weil sie sich selber als schwule Identität begreifen. Das, what? Ja, es, wie gesagt, dass es Identitäten gibt, ist keine Frage. Die Frage ist, ob du diese Identitäten politisierst. Verstehst du nicht, was ich meine? Die sind ja schon politisiert von der Gesellschaft. Nein, sie werden ja gesellschaftlich unterdrückt. Werden sie eben nicht. Das ist ja der ganze Punkt. Nicht jede messbare Ungleichheit ist gleich eine Diskriminierung. Das ist dieser Fehlschluss, der dann immer gemacht wird. Tatsächlich. Aber wenn eine Ungleichheit so groß ist, wie bestes Beispiel, zwischen den Schwarzen und Weißen, wenn die so groß ist, ist das dann nicht ein gesellschaftliches Politikum, was man beim Namen nennen sollte, als etwas, was politisch angegangen werden sollte? Oder nicht? Ja, aber nicht auf identitätspolitischer Ebene. Wie gesagt, dann sollte man eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen. Warum nicht? Zumal das schon wieder ein Beispiel aus den USA ist. Nimm doch irgendwas, was wir hierzulande haben. Was wir hierzulande haben? Zum Beispiel Bildungsabschlüsse zwischen migrantischen Familien und nicht-migrantischen Familien in Österreich. Ja, das ist doch völlig logisch, dass wenn die Familie schlechter Deutsch kann, dass sie dann auch erstmal einen schlechteren Bildungsabschluss hat. Da muss man das Bildungssystem besser aufbauen. Ja, und das ist ein bestes Beispiel dafür für ein systemisches Problem, was man politisieren muss. Und das muss man auf so eine Art und Weise politisieren, dass man erstmal klar macht, wer angesprochen wird. Und wenn es für dich zu viel ist oder zu identitätspolitisch zu sagen, dass türkische Kinder zum Beispiel in zweiter Generation, erste und zweite Generation, weniger gute Abschlüsse haben, wie Kinder zwischen, wie normative Kinder, die halt zu Durchschnitt sind. Wenn das für dich zu viel ist, wie willst du irgendeine Form der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit beheben? Gar nicht. Ja, was heißt Ungerechtigkeit? Also es kommt ich ja finde, es ist ungerecht, wenn ein sozialer Indikator, wie wo meine Eltern herkommen oder so, so eine starke Auswirkung darauf hat, wo ich geboren bin. Also nicht, wo ich bildungsmäßig abschließe, das meine ich, ja. Ich finde, das ist ungerecht. Eine vernünftige Bildungspolitik und eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die eben natürlich, dafür sorgt, dass aber jeder ich muss Migrant, zuerst der das Problem benennen. Kommt, dass der sofort einen Job bekommt. Ja, aber dafür muss ich doch nicht da diese identitäre Ungleichheit machen. Doch, ich mache klar, eine vernünftige Bildungspolitik und eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Wenn ich Vollbeschäftigung habe, dann kommen auch Migranten leichter an einen Job. Dann rutschen auch Migranten nicht so schnell in Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Das heißt, dein Punkt ist, wenn wir Vollbeschäftigung haben, was ja, ich bin für Vollbeschäftigung, wenn wir Vollbeschäftigung haben, dann werden alle anderen Formen der sozialen Benachteiligung von marginalisierten Gruppen aufhören, weil die dann alle einen Job haben. Sie werden viel kleiner und wie gesagt, sie zu politisieren halte ich sowieso für. Hast du dafür Studien? Hast du dafür Belege? Haben wir überhaupt irgendwo Vollbeschäftigung? Das ist reine Logik. Also, ja, wir haben. Ach so, jetzt können wir einfach eine Logik machen. Ja, natürlich. Also, wenn du. Du hast doch Gruppen, wie beispielsweise Migranten, die eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit haben als Einheimische. Mhm. Und wenn du Vollbeschäftigung hast, dann profitieren die Gruppen, die eine hohe Arbeitslosigkeit haben, davon überproportional stark. Mhm. Wie gesagt, ja. Das ist reine Logik. Das ist jetzt nicht hohe Theorie. Und, nur was damit nicht geboten ist, dass die soziale Schere, die nicht nur einkommensbedingt ist, sondern es gibt eben auch diese ganzen kulturellen Formen der Diskriminierung, die du partout nicht wahrhaben willst, aber gut. Die ich nicht politisieren will, die es geben mag, aber die ich nicht politisieren will. Wieso? Es ist ein gesellschaftliches Ding. Es ist nochmal, es gibt dahinter Strukturen. Es gibt lang nachgezeichnete Sozialanthropologien von Unterdrückung von allen Gruppen weltweit. Wenn du Migranten hast, erstmal die hier frisch hierher gekommen sind, dann sind das keine Strukturen, sondern dann können die Leute kein Deutsch und haben erstmal kein Vermögen. Völlig logisch. Das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit. Du kannst sagen, nein. Ja, das ist schwierig zu beheben, aber es ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, ja? Wir sind doch gerade erst eingewandert. Wo soll denn das Einkommen und das Vermögen herkommen? Du, eine Ungerechtigkeit definiere ich anders als du. Eine Benachteiligung ist eine Ungerechtigkeit. Man kann jetzt sagen, es ist eine, die schwer zu beheben ist. Klar, wenn man herkommt, kann man nicht jedem einfach 100.000 Euro überweisen, ist klar. Und das einfach mal unten ausgeben und das so einfach beheben. Aber es ist doch trotzdem etwas, was wir als, ich nehme an, du definierst dich als eher links, als Menschen, die egalitäres denken oder die zumindest haben wollen, dass jeder Mensch ungefähr die gleichen Startchancen hat, dass sein Erfolg nur von sich selber abhängt und nicht von irgendwie anderen Faktoren. Das müssen wir doch unterstützen, dass den Menschen geholfen wird. Und das müssten wir doch, oder nicht? Ja, aber in dem Fall, den du hier gerade nimmst, da sind gleiche Staatschancen völlig
jenseits der Realität. Also wenn du gerade hierher kommst und kein Deutsch kannst, dann hast du natürlich schlechtere Startchancen als jemand, der gut Deutsch kann. Wir müssen diesen Menschen trotzdem helfen, auch wenn es klar ist und natürlich. Trotzdem müssen wir diesen Menschen die Möglichkeit geben, einen Deutschkurs zu besuchen, oder nicht? Definitiv. Es wäre volkswirtschaftlich auch dumm, sie somit noch länger Arbeitsmarkt natürlich zu halten. Also natürlich. Das ist ja auch aus Eigeninteresse sinnvoll. Und wenn ich jetzt das fordern würde, Deutschkurse für Migranten, dann wäre das ja etwas, wo ich namentlich Migrantinnen und Migranten beim Namen nenne. Also namentlich beim Namen nennen ist auch gut. Und es sozusagen in deiner Auffassung wahrscheinlich identitätspolitisch aufladen würde. Wäre das zu viel woke ist dann nicht? Was also ist der Unterschied, wenn ich sage, wir müssen Migranten helfen, weil sie... Also erstmal welche Migranten, das ist jetzt die Frage. Also erstmal ist ja Migranten, die Frage, wenn wir legal wen einreisen lassen, wen lassen wir hier überhaupt reinkommen? Also Migranten aus dem EU-Ausland, die in der EU Arbeitnehmerfreizügigkeit haben, also die brauchen keine Deutschkurse, die können sich ja auch in jedem anderen EU-Land einen Job suchen. Ich rede jetzt von türkischen, von Drittstaatlern. Von türkischen, also kommt jetzt auch drauf an, ob wenn du von legalen Migranten redest, also die hier so reinkommen, die werden sich auch selbst um Deutschkurs kümmern können. Wenn du von Asylbewerber, also wenn du von Wirtschaftsmigranten redest, so rum, dann, wie gesagt, die können sich selbst um Deutschkurs kümmern. Von Asylbewerbern redest, also Leuten, die quasi aus der Türkei vertrieben wurden, die ja geflüchtet sind, dann ist es was anderes, dann sollte sich der Staat darum kümmern. Also kommt auch in welche Gruppe. Was ist jetzt für dich der moralische Unterschied zwischen jemandem, der von irgendwo flüchten muss, weil er politisch verfolgt wird, oder der von irgendwo flüchten muss, weil er dort keine wirtschaftlichen Aussichten hat? Weil er so verzweifelt ist, dass er sich in die... Also ich sage mal so, jemand, der ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling ist, der wirtschaftlich, weil es dort wirtschaftlich scheiße ist, sich in die Hände von Schleppern begibt, die auch genauso gut Menschenschmuggler sein können, das dürfte ein dringlicher Fluchtgrund sein, diese wirtschaftliche Lage. Wieso sollten die nicht auch ein Recht darauf haben, ihr Leben zu verbessern? Das verstehe ich nicht. Und da würde ich dir jetzt vielleicht sogar den Ehrentitel, links zu sein, absprechen. Weil diese Unterscheidung zwischen das sind Drittstaatler und das sind aber EU-Bürger und deswegen haben die irgendwie mehr ein Recht, dass sie hier in Deutschland oder in Österreich ihre Jobs wahrnehmen. Das ist eine zutiefst nationalistische Unterscheidung und hiermit ist dir der Titel des Links sein, vielleicht offiziell entzogen. Das ist nicht schlimm. Also ich wurde von anderen aus der Walking Bubble schon als Rechtspopulist bezeichnet. Also ist mir das würde ich nicht sagen. Aber geh auf meinen Punkt. Das ist die Realität. Unsere Welt ist in Nationalstaaten organisiert. Das können wir jetzt schlecht oder gut finden, aber es ist nun mal die Realität. Und die zu leugnen und so zu tun, als würden wir nach Bombe leben. Ich leugne es nicht, aber wir können sie ja ändern. Wir können ja fordern, sie zu ändern. Wir können ja fordern. Du hast gesagt, es ist wirtschaftlich gut, wenn Migranten kommen. Das weißt du ja. Ist ja auch unter rechten Konservativen. Ich habe gesagt, wenn sie erstmal da sind und man sie nicht wieder los wird, sondern man sie im Land hat und auch integrieren muss, dann ist es wirtschaftlich natürlich sinnvoll, dass man ihnen schnellstmöglich die Sprache beibringt. Nein, es ist auch gesamtwirtschaftlich gut. Es ist eine Person mehr, die... Das meine ich ja. Ja, genau. Das ist wirtschaftlich gut. Das heißt, da wäre ja jetzt ein relativ objektives Interesse, auch für Nationalstaaten, die würden damit ja ihre Wirtschaft verbessern. Jetzt könnten wir ja einfordern, dass dieses Interesse verwirklicht wird, oder nicht? Das wäre jetzt kein Traumdenken. Das wäre ja für die durchaus, vor allem wurde ja eh die Kapitalfraktion vertreten, die meisten parlamentarischen Parteien, wäre das ja sinnvoll. Ja, das warum können wir nicht einfordern, Umfang, dass das hier... Also das passiert schon im riesigen Umfang, das, was du gerade forderst. Also aus Osteuropa sind... je nach Land 10, 20, 30% der Erwerbsbevölkerung nach Westeuropa abgehauen in den letzten Jahrzehnten. Das passiert schon in riesigem Umfang, was du da gerade forderst. Das hat katastrophale Auswirkungen für die Länder, denen die Erwerbsbevölkerung wegbricht. Brain Drain ist ein Problem, ein strukturelles Problem. Und trotzdem sollte jeder Mensch individuell die Freiheit haben, dort zu leben, wo er will. Das kann man beides halten ohne Probleme. Und das heißt, diese Arbeitnehmerfreizügigkeit, die würdest du auch noch auf jedes andere Land der Welt ausweiten. Ich würde allgemein nicht offene Grenzen, das wäre zu viel, aber ich würde in allen Ländern weltweit es deutlich streamlinen, den Prozess, Asyl zu beantragen. Ja, auf jeden Fall. Ja, da hat die hiesige Bevölkerung nur noch ein Wort mitzureden und die ist davon, da kannst du dir Umfragen angucken, größtenteils nicht so begeistert von. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich habe trotzdem meine Position.
deine Position, da gibt es sicher auch Leute, die dir widersprechen und trotzdem hast du die. Ist ja auch okay. Was ist das Argument ad populum da jetzt? Ich bin dagegen, Menschen von einem Land zum anderen zu schieben. Ganz einfach. Ich bin dafür, dass... Nicht schieben, wenn die wollen. Ich schiebe keinen. Ja, wenn die wollen. Also wenn du ein Land hast mit 30% Arbeitslosigkeit, was vom IWF zu Sparprogramm genötigt wird, dass die ja, dann keine wollen vernünftige die. Wirtschaftspolitik ja, dann wollen die trotzdem, zulassen. Ja. Und ja. Du hast ein Land mit 3% Arbeitslosigkeit und einem 10-mal so hohen Lohnniveau. Was machen die Menschen dann wohl, wenn sie vor allem jung sind? Und ja, klar. Sie hauen klar, sind das auch, klar ist die Entscheidung von Gruppen, wo sie hingehen oder nicht, ist das politisch bedingt und wirtschaftspolitisch. Natürlich. Ich würde diese Wirtschaftspolitik kritisieren, aber ich möchte nicht Menschen, weil sie sozusagen von einer für sie schädlichen Wirtschaftspolitik, ich würde sagen schlechten Wirtschaftspolitik, von IMF oder so, jetzt dazu verdammt, ich möchte nicht, dass die dazu verdammt sind, in einem kaputt gewirtschafteten Staat zu leben, von jetzt außen. Ich möchte sie dazu doch nicht verdammen. Ich kann ja sagen, ja, ich kämpfe gegen diese schlechte Wirtschaftspolitik, indem ich sie kritisiere, aber da wir diese schlechte Wirtschaftspolitik haben, möchte ich den einzelnen Menschen, die dort leben, ermöglichen, nicht komplett davon betroffen zu sein, sondern woanders hinzugehen. Das ist doch auch schlüssig. Du verlagerst die, ja, ich verstehe die Argumentation, teile sie nur nicht. Du verlagerst hier die kollektive Aufgabe, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, aufs Individuum und sagst, jeder soll sein Glück da suchen, wo er es am besten hält. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich jemals gesagt, dass das Problem für schlechte Wirtschaftspolitik das ist, dass einfach jeder sich bewegen kann. Und dann, wenn jeder überall hingehen kann, dann ist es kein Problem, dass gewisse Länder sozusagen in Geiselhaft wirtschaftlich genommen werden. Das habe ich nie gesagt. Das ist ein Problem. Aber ich will doch dieses Problem von wirklich desaströser Wirtschaftspolitik, will ich doch nicht verschlimmern, indem ich die Menschen, die davon betroffen sind, dann in diesem Land zwanghaft dort halte, oder? Ich individualisiere es nicht. Das Problem schlecht von den Predatory Loans wird ja nicht gelöst dadurch, dass Menschen, die davon betroffen sind, sich Menschenschmugglern anvertrauen können, oder? Habe ich ja nie gesagt. Ja, aber du hast in der Realität deutliche Einkommensunterschiede zwischen Ländern und wenn du die Grenzen in der heutigen Situation öffnest, dann gibt es eine riesige Migration von armen Ländern zu reichen Ländern. Ja, und das ist gut für die Menschen dort. Das ist für die Welt schlecht, aber ich glaube an individuelle Freiheiten und an individuelle Rechte und jeder Mensch sollte das Recht haben, dort zu leben, wo er oder sie will. Oder dazwischen und außerhalb. Ja, es ist ein schönes Ideal, halte ich nur nicht für realistisch. Natürlich ist es nicht realistisch, aber man muss doch gewisse Grundprinzipien haben, damit man einschätzen kann, ob was gut oder schlecht ist, oder nicht? Also, damit ich sagen kann, dass Mord schlecht ist, muss ich ja irgendwie ein Axiom haben, wenn man so will, dass Schaden an Menschen oder das Leid von Menschen minimiert werden soll, zum Beispiel. Ich muss doch irgendwie wissen, was mich antreibt, moralisch. Und das ist halt mein Antrieb, das sind individuelle Rechte, weil sie für Menschen glücklich machen, wenn sie sozusagen nicht eingeengt sind von äußeren Gewalten. Das scheint sie glücklich zu machen. Ich will, dass mehr Leute glücklich sind. Deswegen strebe ich solche Policies an. Ja, gehst du nicht so vor? Na, ich würde bezweifeln, dass da mehr Leute glücklich sind, wenn es einfach mehr Migration von armen in reiche Länder gibt. Es löst nicht alle Probleme, aber die Menschen, die nicht in diesen scheiß Ländern, sie können nichts dafür, shit all countries, könnte man auch sagen, die dort nicht gefangen sind, sondern die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen, denen ist geholfen. Jetzt ist nur das Problem, dass die Möglichkeit, woanders hinzugehen, aufgrund unserer Politik, aufgrund der Migrationspolitik, so schwierig ist. Es muss geschmuggelt werden. Man kann nicht einfach irgendwo beantragen. Wenn man sich nicht in so große Gefahr begeben müsste und einfach eine E-Mail schreiben kann, ja, ich würde jetzt gern nach Österreich reisen oder was auch immer und ich würde dort gern mein Leben leben und ich würde Asyl beantragen. Wenn das so möglich wäre, dann wäre das Ganze auch noch viel weniger gefährlich und es wäre nicht allen geholfen, aber es wäre zumindest die Freiheit der Menschen, die von Predatory Loans betroffen sind, steigern. Oder? Ich würde die Freiheit dieser Menschen steigern, ist jetzt dein Argument. Aber es ist erstmal von der hiesigen Bevölkerung nicht gewollt. Es führt zu kulturellen Konflikten, es führt zu ökonomischen Problemen in den Ländern, aus denen es eine... Das Argument hat Problem, ja. Ja, was heißt Argumentum ad populum? Es führt, wie gesagt, zu kulturellen Konflikten.
Und das, die kulturellen Konflikte, die sind von den Rechten gemacht. Es tut mir leid, dass ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, da zu leben, wo sie wollen, und dass es dann rassistische Arschlöcher gibt, die diese Menschen halt hassen. Es tut mir doch leid. Heißt rassistische Arschlöcher? Also wenn du Menschen mit einer komplett anderen Religion, mit einer komplett anderen Kultur hierher... Oder halt von mir aus nicht rassistisch, halt... Wie soll ich sagen? Xenophob? Weiß ich nicht. Gibt's wie heißt das? Ethnienfeindlich? Sowas halt. Kultur? Weiß ich nicht. Aber ich will doch nicht den Menschen Freiheit nehmen, nur weil andere Menschen sie nicht mögen. Das ist doch auch... Das kann man doch auch nicht machen. Ja, was heißt, weil andere Menschen sie nicht mögen? Wie gesagt, wenn du halt... große Zahlen von Menschen unterschiedlicher Kulturen von einem Gebiet ins andere schiebst oder sagen wir freiwillig reisen lässt, also ist auch so eine sehr naive liberale Herangehensweise, riesige ökonomische Unterschiede bestehen zu lassen oder dann zu sagen, so die Menschen haben die Freiheit. Ja, nein, hab ich nicht. Siehst du, sagst du. Natürlich trifft das vor allem reiche Menschen, aber auch reiche Menschen sollten das Recht haben, ihr Leben zu verbessern, ja, wenn sie nicht andere ausbeuten, klar. Und sie beuten nicht andere aus, wenn sie selber sich in meiner Vorstellung einen Flug leisten können. Da beuten sie nicht andere aus. Ich meine, natürlich ist es klimaschädlich. Aber im Prinzip, warum sollen die nicht die Möglichkeit haben, nur weil andere nicht die Möglichkeit haben, von dort wegzureisen? Ja, wie gesagt, aber schau, weil das so Probleme nein, aber der Punkt, das hatte ich gerade schon beschrieben. Mhm. Nein, ich sag dir jetzt aber, dass das nicht stimmt. Zum Beispiel, frag mal in Wien. Also Österreich, relativ homogen. Ändert sich jetzt auch in ruralen Gebieten langsam, aber relativ homogen. Und relativ ausländerfeindlich. Also wenn du am Land fragst, ich will jetzt da jetzt nicht sagen, dass die Stadt besser ist als das Land, auf keinen Fall. Ich kenne viele Menschen am Land, ganz großartige Leute. Aber in Wien, wo du am meisten Kulturen aufeinandertreffen hast, sind die Menschen deutlich weniger rassistisch. Deutlich weniger. Also es ist nicht so, dass wenn Kulturen aufeinanderprallen, dass es dann ein Problem ist. Nein. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn Menschen herkommen und dann kommen Politiker, die dann rassistische Vorurteile bedienen. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das, was die AfD macht, nur eine Sorge um die deutsche Kultur ist, anstatt dem, was es wirklich ist, nämlich blanker Rassismus. Ja, bei Politikern geht es immer um Macht. Das würde ich bei den Walken genauso wie nein, aber sie bedienen, die Vorurteile. Auch wenn sie es natürlich aus Machtmaximierung zu einem Teil machen, sie bedienen trotzdem diese Vorurteile. Und das ist jetzt, warum soll ich jetzt, nur weil Politiker opportunistisch rassistische Weltvorstellungen bedienen, diesen Menschen verbieten, in ein Land zu gehen, wo sie hinwollen? Warum soll ich, egal, ich hab's schon gesagt. Ja, was heißt Vorurteile? Die Frage ist, ob alle Vorurteile immer falsch sind. Also nehmen wir mal auch wenn ein Vorurteil stimmt, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass was ist ein komplett unproblematisches. Zum Beispiel, wenn jetzt es wirklich stimmen würde, dass alle Schwarzen schneller wären als alle Weißen, oder im Durchschnitt halt, wenn die Schwarzen im Durchschnitt schneller wären als die Weißen, komplett unproblematisch, ich weiß, wenn ich dann zum Nachteil einer weißen Person sagen würde, ja, du bist fix langsamer als der Schwarze oder was auch immer. Das ist doch trotzdem schlecht, auch wenn es, sage ich mal, berechtigt wäre. Aber das Problem an Vorurteilen ist ja nicht jetzt, ob sie statistisch stimmen oder nicht, sondern man soll Menschen, davon hat schon Martin Luther King geträumt, an ihren Taten messen und nicht an ihren sozialdemografischen Indikatoren. Oder weißt du, das ist da ja das Problem. Ich würde dazu stimmen, aber ich nein, klar, aber du rechtfertigst jetzt, dass Menschen wegen Vorurteilen ausgeschlossen werden. Ich rechtfertige es nicht, ich erkläre es nur. Aber es ist interessant, dass du bei nationalen Identitäten jetzt so klar sagst, na, da sollte man keine Vorurteile haben, aber und da sollte man sich jetzt auch nicht für eine bestimmte Identität einsetzen, aber bei kulturellen Identitäten, also keine Ahnung, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, da siehst du das nicht so. Wie sehe ich es da nicht? Was? Wieso bist du gegen eine nationale Identitätspolitik, aber für eine kulturelle Identität? Ja. Warum ich gegen Nationalismus bin? Weil Nationen erfunden sind. Gibt es nicht. Das sind kulturelle Grenzen. Die sind aber jetzt nicht, also Nation ist ja, okay, Nation ist ein verwaschener Begriff, jeder verwendet es ein bisschen anders. Wie ich Nationalität verstehen würde, im gemeinen Sprachgebrauch, ist, dass es du bist ein Deutscher. Du bist Teil der deutschen, also du bist Teil der deutschen Kultur und wohnst ja genau, und bist Teil der deutschen Kultur. Das ist per se ausschließend, weil das macht eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Gruppen und in der Realität
ist jetzt nicht abstraktes Problem, weil schwul und nicht schwul ist auch eine Differenzierung. Aber in der Realität hat diese Ausgrenzung halt historisch bedingt schlechte, hat eine schlechte Geschichte. Ja, während die Unterscheidung zwischen schwul und nicht schwul. Die hat materielle Grundlagen, dieser Ausschluss, den du da gerade ansprichst. Ganz reale materielle Grundlagen. Der deutsche Staat. Österreichern ähnlich, geht es wirtschaftlich ähnlich gut wie Deutschen. Wieso sind jetzt Österreicher eine eigene Nation, obwohl sie ziemlich gleich aufsehen? Vielleicht ein bisschen besser, weil wir haben es mehr hier oben, weißt du? Wieso sind wir dann eine andere Nation als die Deutschen? Das sind ja nicht ökonomische Dinge. Das sind imagined communities, die wir uns halt im kollektiven Verständnis von Nationen zusammenreimen. Na, nicht zusammenreimen. Irgendwie gehört also Österreich, dass man Nazar hört, deutsch-österreichischen Hip-Hop und... weiß ich nicht, Mozart. Und das sind halt komplett variable Kategorien, die in der Realität, wenn sie politisch ausgelebt werden, halt so ausgelegt werden, dass sie diskriminierend sind gegen andere Menschen. Also Österreich ist erstmal eine eigene Nation, weil die Siegermächte des Ersten Weltkriegs Österreich verboten haben, dem Deutschen Reich beizutreten, beispielsweise. Es gab ja historische Du verwechselst gerade Staatlichkeit und Nationalität. Das ist auch ein Mitgrund, aber es hat noch viele andere Gründe. Ach, du meinst Ethnie? Ja, Nation ist Ethnie, ja. Also das ist sozusagen. Und Nationalstaatlichkeit und Nationalismus ist eben, wenn man sagt, es darf nur eine Ethnie geben in einem Staat. Warum jetzt Nationalismus doof ist? Weil es gibt nicht eine österreichische, also es gibt keine österreichische Nation. Die Vorstellung, dass man da irgendwie Grenzen ziehen kann. Erstens einmal, warum soll ich Grenzen ziehen? Warum darf ich nicht Menschen dort leben lassen, wo sie wollen? Wie gesagt, wenn viele Kulturen zusammenleben, ist es nicht schlimm. Wien, bestes Beispiel, Berlin oder so. Warum soll ich aufgrund von diesen Kategorien, die immateriell sind, die ich niemals belegen kann, Menschen Freiheitsrechte absprechen? Das verstehe ich nicht. Ja, was heißt Freiheitsrechte absprechen? Du hast einen Staat, der ein Gewaltmonopol und eben auch ein Monopol auf die Vergabe der Staatsbürgerschaften in seinem Staatsgebiet hat. Ich bin auch ideologisch anti-Staat. Natürlich jetzt nicht realistisch, wir können den Staat nicht abschaffen. Aber ich finde, dass zum Beispiel die Freiheit, man soll dort sein, wo man will, das sollte, wenn wir jetzt moralisch diskutieren, wir diskutieren ja jetzt nicht nur, was praktisch machbar ist, können wir später auch noch drüber diskutieren, sondern was sozusagen gerecht wäre. Zumindest ist das die Diskussion, die ich führe. Und ich finde, dass die Bindung von Menschenrechten, wie ich würde sagen, dass man das Einverständnis, das über einen geherrscht wird, dass das demokratisch also geholt werden muss, das finde ich ist ein Menschenrecht. Und dass man Menschen das abspricht und auch die Personenfreizügigkeit, was, ja, ich würde sagen, Menschen sollten die Möglichkeit haben, dort zu leben, wo sie wollen, das abzusprechen, weil Computer sagt nein, in dem Fall Staat sagt nein, finde ich doof. Also finde ich moralisch verwerflich. Ausreise verhindern, da wäre ich ja auch dagegen, aber Einreise verhindern ist ja was komplett anderes. Wieso nicht? Wieso ist das was komplett anderes? Ich spreche einem, für mich ist es moralisch genauso gleich verwerflich, wenn Computer sagt nein, darfst nicht ausreisen, wie Computer sagt nein, darfst nicht einreisen. Ja, ganz einfach, weil du in fast 200 Länder auf der Welt, also so viel gibt es ja ungefähr, nagel mich nicht auf die ganz genaue Zahl. Nein, ja. Aber weil du in ungefähr so viele Staaten einreisen kannst, aber du kannst nur aus einem Staat ausreisen. Das heißt, wenn dich ein Staat einsperrt, dann ist deine Entscheidungsfreiheit viel stärker eingeschränkt, als wenn ein Staat einfach sagt, okay, wir lassen niemanden einreisen oder wir lassen nur gewisse Gruppen von Menschen einreisen. Das interessiert mich doch nicht. Ich möchte, dass jeder dort leben darf, wo er möchte. Nicht, er probiert es und schade, wurde abgelehnt, jetzt muss es halt woanders probieren. Nein. Also das ist ein Recht, das ich einem Staat, wie es jetzt ist, zusprechen würde, weil unser System fußt darauf. Aber wo ich die Gewalt vom Staat und die Macht vom Staat möglichst minimiert sehen möchte, eben aufgrund meiner... weiß ich nicht, aufgrund meiner Liebe für die Personenfreizügigkeit, keine Ahnung. Weil ich Menschen halt diese Freiheit bieten möchte. Ja, schön, dass du das möchtest. Naja, ich meine, wir reden ja jetzt hier nur die ganze Zeit drüber, was wir möchten. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest Investitionen in den Arbeitsmarkt, du möchtest, dass neue Jobs geschaffen werden, dass gute Industriepolitik gemacht wird.
Das möchtest du ja. Schön, dass du das möchtest. So kann man ja alles abtun. Ja, es gibt Partei, die sich dafür einsetzt. Eine politische Partei, die sich dafür einsetzt, Staaten abzuschaffen, gibt es ja zumindest eine relevante politische Partei, die das will, die gibt es ja nicht. Deswegen fordere ich nicht, dass sich eine Partei das auf ihr Wahlprogramm schreibt, sondern was ich zum Beispiel auf ein Wahlprogramm schreiben würde, ist, dass alle Menschen, unabhängig jetzt von ihrem Fluchtgrund, wenn sie die Möglichkeit haben, sozusagen hier zu leben, ich weiß nicht, ob ich es an den Job binden würde, aber wenn ein Mindestmaß an Beitrag zur Gesellschaft da ist, wie ich es auch von jedem anderen erhoffen würde, in welcher Form auch immer er oder sie es will, wenn das gegeben wird und wenn das maßgeblich nachgewiesen wird, dann soll der reinkommen dürfen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine sehr schwammige politische Forderung, weil ich habe das jetzt noch nicht ausgearbeitet, dass es wahlprogrammreif ist. Aber so, ich treffe schon eine Unterscheidung zwischen dem, was ich mir wünschen würde, was sozusagen meine Wunschvorstellung wäre, und dem, was politisch machbar ist. Also keine Sorge. Das diskutiere ich schon anders jeweils. Ja, ich halte halt nichts von Utopien. Also. Nee, ich. Das heißt, du hältst nichts von Utopien. Ich halte auch nichts von Utopien, so dass das jetzt halt ein Ding ist, was ich in meinem so vor mir hertrage und da renne ich hin, blind für alle realen Gegebenheiten. So bin ich auch gegen Utopie. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Dinge ich schön fände, wo ich denke, ja, daran sollten, wenn. Ist ja die Idee vom Gesellschaftsvertrag. Würden freie, gleiche Menschen diesem System zustimmen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und in manchen Bereichen ist das so und in anderen Bereichen, zum Beispiel Migration, ist es nicht. Das heißt, bist du jetzt auch gegen die Idee vom Gesellschaftsvertrag, von dem Konstrukt, dass man jetzt irgendwie schaut, dass man irgendwie auch nur eine Messlatte hat, um ein System, das real existiert, was das ist? Was meinst du damit konkret? Es gab ja verschiedene Vertragstheoretiker. Nein, nicht jetzt den Inhalt, sondern einfach die Idee von einem Gesellschaftsvertrag als philosophisches Tool, um sozusagen eine Messlatte zu haben, ob ein Staat cool ist oder nicht, ob er in Ordnung ist oder nicht. Na, es die gibt Idee ja verschiedene ist ja, Theoretiker, die da was tun. Nein, nicht inhaltlich. Die Idee, dass man ein Prinzip hat, dem man entsprechen möchte. Nämlich, dass dieses Prinzip ist, dass sich freie, gleiche Menschen dieser Ordnung freiwillig unterwerfen würden. Das ist diese Idee. Würdest du das jetzt auch als Utopie bezeichnen oder würdest du sagen, ja, es ist in Ordnung, wenn wir irgendeine Messlatte für Gesellschaften haben, ob die gut sind oder nicht? Es sind freie, gleiche Menschen. Das finde ich eine etwas abstrakte Formulierung. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Theoretiker. Es gibt ja auch Philosophie, jemanden, wie Thomas Hobbes, der einfach gesagt hat, Gesellschaftsvertrag heißt, es gibt einen Leviathan und der sorgt dadurch, dass er das Gewaltmonopol ausübt, dafür, dass die Bevölkerung in Frieden lebt. Also das ist auch einfach, Gesellschaftsvertrag ist nur das Gewaltmonopol. Da ist nichts mehr. Nein, der Gesellschaftsvertrag, die Frage, die der Gesellschaftsvertrag sozusagen aufwirft, okay, Vertragstheoretiker gehen davon aus, dass ein Vertrag geschlossen werden kann. Vertrag kann nur zwischen freien und gleichen Menschen geschlossen werden. Wenn wir jetzt sozusagen, wir haben ein Rechtssystem. Ist dieses Rechtssystem so aufgebaut, oder ein soziales System, sagen wir soziales System, ist dieses soziale System so aufgebaut, dass wenn die Beteiligten alle frei und gleich an Rechten wären, also sozusagen gleiche Ausgangsposition, würden sie dem zustimmen? Das ist die Frage, die er stellt. Würdest du es als prinzipiell verwerflich halten, diese Frage zu stellen? Also ist diese Frage schon für dich utopistisch, weil ich irgendwie natürlich ist es utopistisch. Also was sind freie, gleiche Menschen und welche Präferenzen? Das heißt, du hast kein Kriterium, wo du entscheidest, ob ein Staat in Ordnung handelt oder nicht. Ein objektives Kriterium gibt es nicht. Also ich rede nicht von objektiven, aber subjektiv, intersubjektiv nachvollziehbaren. Ja, auch da. Ich kann natürlich bei einzelnen Handlungen eines Staates oder bei einzelnen Strukturen eines Staates sagen, finde ich gut so, wie sie sind, oder finde ich nicht gut. Warum? Aber woran misst du das? Das ist die Frage, die ich dir stelle, seit 10 Minuten. Woran misst du das? Naja, es kommt jetzt darauf an, auf welche Fragen wir uns konzentrieren. Das ist ja von Frage zu Frage anders. Ich verstehe ja nicht, wie du deine Frage genau meinst. Also diese Ich meine die Frage, wenn du jetzt sagst, ja, einzelne Entscheidungen vom Staat findest du gut, einzelne findest du schlecht. Wie unterscheidest du zwischen den beiden? Wo,
Und mein Punkt ist, auf den ich da jetzt hier hinaus will, ich formuliere es jetzt sehr gemein, weil ich finde, dass es zutreffend ist, dieser moralethische Blindflug sorgt dafür, dass ich dich nicht wirklich kritisieren kann, weil du behauptest, keine moralischen Positionen zu halten. Du bist einfach nicht. Dann beantworte es mir. Ich habe für mich Moralvorstellungen und das, was ich gut und richtig finde. Aber ich versuche mir, das hatten wir schon letztes Mal, die Diskussion, die brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Weil ich sie sehr albern finde. Ich versuche mir erstmal die Realität anzusehen und dann zu schauen, wie die Interessen der verschiedenen Akteure aussehen. Um zu gucken, was realistisch ist. Du hast ja selbst gesagt, dass du gegen Utopien bist. Also, Ja. Ich würde den Realismus, den du für dich beanspruchst, in Frage stellen. Wir sehen jetzt ein ganz drastisches Beispiel in Nazi-Deutschland. Da sind die Eliten, weil sie ihre Wirtschaftsinteressen verteidigen wollen, sind gut mit der Partei, verstehen sich gut. Das heißt, die Interesse vom Kapital ist, ja, wir machen das Nazi-Programm. Die Parteiler finden das auch gut. Viele Menschen, die indoktriniert wurden, finden das auch gut. Also man weiß natürlich nicht, es gibt keine Umfragen von damals, aber ich würde sagen, 70% haben das schon in Deutschland, haben das zumindest einmal relativ gut gefunden. Und selbst wenn man unentschieden ist, ganz furchtbar. Die Interessen in dieser Situation sind vollkommen klar. Wenn du jetzt rein objektiv die Interessen dir anschaust, warum ist Nazi-Deutschland dann trotzdem schlecht gewesen? Aus meiner Sicht, also es ist falsch, Menschen zu töten. Aus meiner Sicht, es ist falsch, Kriege anzufangen. Und warum? Wie gesagt, moralische Prinzipien lassen sich nicht objektiv begründen. Moralische Aber ich würde sie gern wissen, was deine sind. Das ist, ne. Wie gesagt, töten ist falsch. Das heißt, das ist dein. Okay, zum Beispiel, wenn wir jetzt in Nazi-Deutschland. Du bist ein Gefangener in einem KZ und schaffst es, während eines Gefangenentransports dir eine Waffe zu schnappen. Ist es jetzt verboten, wenn du deine 200 Leute, die auch in dem Zug sitzen, mit dir befreien kannst, indem du wie John Wayne die ganzen Wächter umbringst? Was? Also ist Mord immer schlecht? Bist du ein Kant-Mensch? Bist du ein Deontologe? Okay, du fragst mich jetzt nach so moralischen Prinzipien, dann wäre ich eher beim Utilitarismus, okay? Wenn du das okay machen wolltest. Ja, genau. Aber Handelsutilitarismus oder Regelutilitarismus? Handlungsutilitarismus. Okay, das heißt, das Beispiel in diesem Fall wäre jetzt zum Beispiel, wenn... Ich hasse Philosophie, das möchte ich an dieser Stelle nochmal... Das habe ich schon gemerkt im Verlauf dieses Gesprächs. Ja. Nur wenn wir politische Forderungen machen, vor allem vor einer Öffentlichkeit, deine ist größer als meine, wohlgemerkt, dann ist es wichtig, klar zu kommunizieren, warum man Dinge glaubt und nicht doppelte Standards zu haben. Das ist, finde ich... Ja, welche doppelten Standards? Nein, doppelte Standards. Ich würde dich jetzt keiner doppelten Standards bezichtigen, jetzt so direkt, weil ich sie nicht im Kopf habe. Nur die können halt entstehen, wenn man sich das nicht klar überlegt hat, was für Messkriterien man hat. Weil wenn man sich keiner seiner Messkriterien nicht bewusst ist, woher weiß man jetzt, ob man einen doppelten Standard anlegt? Moralische Standards basieren immer auf willkürlich gesetzten Kriterien. Auch der Utilitarismus ist erstmal willkürlich gesetzt. Ja, klar, und du kannst dir Kriterien überlegen, aber du könntest auch sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Jetzt so ganz konkret, es wird genauso willkürlich gesetzt, wenn es jetzt in anderen Situationen anders setzt und da irgendwelche Kriterien anlegen würdest, könntest du es ist ein Unterschied. Standard sprechen. Aber es ist genauso willkürlich gesetzt wie der Utilitarismus. Ja, aber schau her. Ja, aber der Unterschied ist, wenn du klar kommunizierst, was für Dinge du sozusagen für wichtig hältst und was für Ziele du erreichen möchtest, dann öffnest du dich für Kritik. Und das ist sehr wichtig, weil ich muss Dinge, wenn sie öffentlich gesagt werden können, ich brauche eine Basis, anhand derer ich mit ihnen interagieren kann, wo ich sagen kann, ja, das ist gut oder ja, das ist schlecht. Und dafür ist Transparenz notwendig und es braucht sozusagen, es braucht einen Record, es braucht eine gewisse Basis, von der wir uns wegbewegen können, weil sonst sagen wir einfach Dinge. Wenn wir uns nicht selber accountable halten können, wenn wir kontroverse Dinge sagen. Und das ist mein Punkt. Und das hat mich letztes Mal so gestört nach dem Gespräch, weil ich gemerkt habe, wie schlecht ich meinen Punkt begründet habe. Über dieses genau, mit dem Utopismus, Realismus. Mir ist es wichtig, dass Menschen, wenn sie für Dinge argumentieren, in der Öffentlichkeit, ich verlange jetzt nicht von einem Bauernprotestler, dass er seine Axiome begründen kann,
Aber von dir hätte ich das schon gerne, dass ich genau weiß, warum du Dinge gut findest und andere Dinge schlecht. Und deswegen ist mir das so wichtig. Das ist doch der ganze Punkt, den ich die ganze Zeit betone. Moralische Axiome kannst du nicht allgemein begründen. Aber ich kann dich kritisieren, wenn ich finde, dass du einen Fehler gemacht hast. Wenn ich keine Basis habe, anhand derer ich das, was du sagst, vergleichen kann, nämlich mit dem, was du behauptest zu glauben, dann bist du immun gegen Kritik und dann kann kein demokratischer Diskurs stattfinden. Das ist, ja. Hör schon her. Nee, jetzt zum Beispiel mit einem Religiösen kann ich keinen Diskurs führen, also keinen rational Diskurs, weil am Ende ist die Antwort immer Gott. Und wenn ich, und dasselbe kann ich jetzt sagen, wenn ich nicht klar weiß, warum ich Dinge glaube, dann ist es genauso irrational und es ist nicht einmal offen dargelegt. Es ist genauso willkürlich, sage ich mal, und nicht objektiv nachweisbar, dass jetzt das Axiom, so viele Leute oder Tiere sollen glücklich sein wie möglich, das kann man nicht objektiv prüfen. Aber wenn ich das sage, dass ich damit meine Ziele, dass ich damit da anhand dessen messe, dann könntest du daherkommen und sagen, ha, aber hier hast du jetzt vielleicht was gesagt, was damit nicht zusammenpasst. Und so kann dann Diskurs stattfinden. Ja, wenn du moralische Prinzipien postulierst, kannst du da Inkonsistenzen drin nachweisen. Das mag sein, aber ich finde es trotzdem erstmal müßig, über moralische Axiome zu streiten. Also du hast ja selber gesagt, wir haben es aufs Ende verlegt. Deswegen. Weil ich. Also, deswegen. Es ist müßig, darüber zu streiten. Sie ja, nein, wir streiten ja nicht darüber. Ich werde jetzt nicht mit dir darüber streiten, wenn du sagst, ja, es ist gut, wenn wir alle Menschen umbringen auf der Welt. Wenn das dein Axiom ist, dann werde ich mit dir darüber streiten. Aber ich werde jetzt nicht mit dir über die Details streiten. Nur ich möchte hören, was deine Prinzipien sind, weil ich im Gefühl habe, okay, ist ein Gefühl, meine Feelings, was deine Axiome sind. Es sind gute Axiome, mit denen ich übereinstimme. Nur, wenn du die Axiome, die ich dir gut willentlich zuspreche, vertrittst, dann machen viele der Sachen, die du sagst, keinen Sinn. Welche denn? Ja, zum Beispiel das mit der Personenfreizügigkeit, dass du es zum Beispiel Menschen erschweren möchtest in Drittstaaten, die betroffen sind von schlechter IMF-Politik, dass die dann sozusagen kein Recht haben, woanders zu leben. Ich nehme an, du möchtest, dass viele Menschen glücklich sind. Das widerspricht diesem Axiom. Ja, da muss vernünftige Politik in den Ländern gemacht werden. Ich finde es halt, ich bin halt das der können Meinung, die Länder dafür, wenn sie kaputt gewirtschaftet werden. Dass das Glück der Menschen nicht maximierend ist, wenn sie so eine Art Verschiebemasse sind, die immer dahin wandern soll, wo das Kapital sie am ehesten braucht. Also natürlich ist das problematisch, aber für die individuelle Person ist es trotzdem besser, wenn sie aus einem Scheißland rausgehen kann, als wenn sie es nicht kann. Ja, aber wie gesagt, dann wandert sie ins andere Land aus, fehlt ihrer nationalen Volkswirtschaft, sorgt dafür, dass es den Menschen dort noch schlechter geht und dann konkurriert sie noch gegen Billigarbeiter, die dann in den imperialen Zentren arbeiten. Und kannst du sagen, aber jetzt würde ich als Utilitarist, als Guter sagen, erstens einmal das überhaupt Gute, dass Menschen das machen können und das Wohlergehen, was diese Person an Zugewinn erfährt, wiegt das minimale Negative von dieser Person, dass die auswandert, für die Volkswirtschaft so dermaßen auf, dass es eigentlich gar kein Wettbewerb ist. Also ich würde sagen, ja, das ist immer ein Geben und Nehmen in dieser Sache und trotzdem ist es für mich in einem absoluten Ungleichgewicht dafür, dass Menschen auswandern sollten dürfen. Das würde ich komplett in Frage stellen. Also kannst du gern machen, aber für die paar Millionen Personen, für die sich da ihr individuelles Leben vielleicht etwas bessert, also nur in ökonomischer Hinsicht, ist ja auch eine schwierige Entscheidung, seine Heimat zu verlassen, verschlechtert sich dafür das Leben von Dutzenden Millionen Menschen. Also das ist schon, ja. Ja, aber in einem deutlich ungleichen Ausmaß. Und noch einmal, allein die Möglichkeit, schau her, wenn du jetzt, es gibt sicherlich Dinge, die du nicht magst. Ich kann für mich reden, meine Oma besuchen. Ich habe meine Oma lieb, aber manchmal will ich nicht. Wenn jetzt mir gesagt wird, du musst sie besuchen, macht mich das vielleicht mehr traurig, als wenn komplett ohne Druck gesagt wird, hey, wir können auch sagen, du bist krank, es ist gar kein Problem, wenn du keinen Bock hast. Allein schon die Tatsache, dass ich die Chance habe, es erhöht meine Glückseligkeit, wenn man diesen archaischen Begriff verwenden will. Allein schon die Tatsache, dass ich selber mein Schicksal, meine Oma zu besuchen oder nicht, in der Hand habe, erhöht mein Wohlergehen.
Massiv. Also ich bin mir sicher, du hast auch Dinge, die du nicht machen kannst, wo wenn du die Möglichkeit hast, Nein zu sagen, es dann beim Machen nicht so schlimm ist, weil du nicht das Gefühl hast, du wurdest ausgenutzt, sondern du hast dich frei entschieden. Ja, weißt du? Was ist das für eine absurde Analogie? Also wenn du im Leben... Ich finde, es ist eine sehr praktikable. Naja, wenn du in deinem Leben sowieso nie die Chance hast, etwas Bestimmtes zu machen, beispielsweise in ein Land auf der anderen Seite der Welt zu reisen, dann ist das nun mal so. Wenn du dir das die ganze Trotzdem Zeit sollten sie zumindest rechtlich die Chance haben. Ich bin auch dafür, dass wir Menschen, weil wir haben ja MMT, Staaten mit Eigenwährung können sich alles leisten. Ich bin dafür, dass wir Menschen das auch finanzieren, wenn wir wollen. Okay? Also die imperialen Zentren, wir können es auch für alle praktisch möglich machen, wenn du willst. Aber zumindest das Recht, den Menschen zuzusprechen, ist doch das Allermindeste. Nein, eben nicht. Wie gesagt, ich würde bezweifeln, dass das das Gemeinwohl steigert. Und da sind wir eben gerade bei den deskriptiven und nicht bei den normativen Prämissen. Weswegen ich das kann man nicht messen, wie jetzt das Wohlergehen von Menschen. Das ist immer intuitiv. Aber zumindest können wir jetzt hier klar sagen, wir haben jetzt klar ausgelotet, wo der Unterschied ist. Du findest, dass es dass sozusagen das Leid der Volkswirtschaft, weil wenn eine einzelne Person in einem Land von, sagen wir, 500.000 auswandert, das Leid dieser einen Volkswirtschaft gegenüber der Freiheit... Der zwei. Also auch das Land, wo diese Personen hinwandern, da gibt es dann ja einen Konflikt. Du meinst ja, das wäre nicht so schlimm, aber von auf beiden Seiten. Migration schafft nun mal Probleme. Nicht in den Orten, wo sie ist. Oh mein Gott. Das ist ja der ewige Meme. Ausländer raus. Wie viele Leute aus der Türkei wohnen denn in Sachsen? 30. Eigentlich ja, sind es 4,5. Das sind ja die ewigen Memes. Ja, Ausländerfeindlichkeit ist dort, wo keine Ausländer sind. Ja, vielleicht weil die Leute in Sachsen abgeschreckt sind von dem Bild, was beispielsweise Berlin oder Wien abgeben. Ich habe leider den Anfang nicht gehört. Vielleicht weil die Leute in Sachsen davon abgeschreckt sind von einem Bild, was beispielsweise Berlin oder das Ruhrgebiet abgeben. Ja, das verstehe ich. Und jetzt soll ich trotzdem die Freiheit von Menschen einschränken, weil andere Menschen vielleicht nicht mögen, dass die zwei Häuser von ihnen entfernt wohnen? Warum? Nein, menschliche Freiheitsrechte. Der Kriminalität und die negativen Folgen in den Heimatländern, das haben wir alles schon besprochen. Nein, haben wir nicht besprochen. Hast du schon mal von vernünftiger Wirtschaftspolitik gesprochen? Das kann natürlich nicht alles, das muss natürlich alles komplementär mit einer guten ökonomischen und sozialkulturellen Assimilierung einhergehen. Natürlich. Aber ich kann doch nicht Menschen so ein fundamentales Freiheitsrecht, als das ich es ansehe, absprechen, weil manche Leute in meinem Land, würde ich sagen, zu doof sind, zu fragil sind, was auch immer, es zu akzeptieren, dass Menschen von woanders woher kommen. Das kann ich doch nicht machen als Mensch, der Freiheit wertschätzt, weiß ich nicht. Ich dachte, du wärst Utilitarist. Nein, ich bin Utilitarist und ich würde sagen, dass, also Regelutilitarist. Und die Maximierung von individuellen Freiheiten, abgesehen von wirtschaftlichen Externalitäten, wo individuelle Freiheit manchmal zu Lasten von kollektiven Ergebnissen erfolgt. Wenn eine Regel gemacht werden kann, dass ein Verhalten tendenziell die Glückseligkeit von allen involviert erhöht, was bei Migration meiner Sicht nach der Fall ist, wie gesagt, du widersprichst, dann ist das für mich in Ordnung. Also ich bin ein Regelutilitarist, kein Handlungsutilitarist. Aber wie gesagt, selbst bei der Prämisse, dass dann die Glückseligkeit erhöht wird, würde ich dir widersprechen. Aber das hatten wir ja eben schon. Echt? Aber dann ist es ja nicht der Utilitarismus, weil der Utilitarismus, der agiert mit der Maximierung von Glückseligkeit. Das ist sein Kriterium. Erhöht ja eine Handlung, die. Aber dann ist es das doch nicht. Explain. Hä? Ich habe gesagt, ich würde. Du hast gesagt, selbst wenn die Glückseligkeit Nein. durch die Freiheit nee, zu reisen. Ich würde widersprechen, dass das, was du da vorgeschlagen hast, die Glückseligkeit okay. erhöhen würde. Ja, okay, dann passt. Ich bin vielleicht eben falsch ausgedrückt. Ja, oder ich habe es falsch gehört. Das ist eh schon spät. Ja, das stimmt. Ich glaube. Wir können auch... Ich frage dich noch was. Ja, extrem hohe Kriminalitätsrate, viele Gewaltdemos, Parallelgesellschaften, beziehst du dich darauf? Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Problem von Integration. Also nicht von Integration. Ja, das ist ein Problem, auch ein wirtschaftliches Problem, würdest du sagen. Definitiv. Durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik wäre dieses Problem viel geringer.
Ja, und jetzt aufgrund dieses Problems Menschen sozusagen dem Vorurteil, dass sie kriminell sind, aufgrund dessen sie jetzt von der Einreise im Land abzuschrecken, auf dieser Basis, du sagst, die anderen Gründe mal ausgenommen, aber auf dieser Basis Menschen auszuschließen, ins Land reinzukommen, das wäre falsch. Nochmal aufgrund von Vorurteilen, dass sie krimineller sind. Was heißt Vorurteilen? Wenn es, also jeder Staat sollte selbst entscheiden, welche Personengruppen er inwieweit reinlässt und Wirtschaftsmigration. Gruppen, also wir unterscheiden auch ethnisch. Also wir unterscheiden auch ethnisch. Das, wie gesagt, Wirtschaftsmigration innerhalb der EU ist die ja gang und gäbe. Da ist das nun mal so, aber außerhalb der EU, die würde ich auf ein absolutes. Ach so, da ist das nun mal so. Begrenzen. Das ist keine politische Entscheidung, dass man irgendwie in Europa Menschen in Europa besser stellt als nicht. Das ist keine politische Entscheidung. Das ist Grundlage der EU-Verträge. Wenn du das neu verhandeln willst, musst du die gesamten EU-Verträge neu aufrollen. Viel zu kompliziert. Nein, ich sage nur, dass das alles politische Entscheidungen sind, ja, die aber es zu kritisieren gibt, wenn man über Politik spricht. Wenn man sie kritisieren möchte. Vielleicht kannst du es revidieren. Wie viel Sinn macht es da jetzt, eine politische Schlacht zu schlagen? Und bei den EU-Verträgen, die erstmal fertig verhandelt sind, vor allem die vier Grundfreiheiten, da ist es sehr, sehr schwer, das neu aufzurollen. Ich finde, es ist sehr wertvoll, wenn man über Menschenrechte diskutiert, auch wenn es vielleicht schwierig ist, diese Menschenrechte für alle. Also es war auch schwierig, für die Menschenrechte zu argumentieren während der Zeit des Absolutismus, während der Zeit der Renaissance, wo die ganzen Vertragstheoretiker, die wir heute als unfassbar altbacken wahrnehmen, wie die angefangen haben zu reden von freien Individuen, die sozusagen zustimmen müssen, dass sie beherrscht werden würden. Das war ja fernab. Das ist nicht umsetzbar. War das jetzt schlecht? Nein, natürlich nicht. Und genauso sollten wir heute drüber nachdenken. Wir sollten drüber nachdenken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. So deppert es klingt. Ich höre mich gerade selber und ich finde, es klingt dumm. Aber das sind grundlegende Fragen, über die politisch diskutiert werden muss. Weil, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach sehr viel Leid, das dadurch verursacht wird. Und wenn wir diesem Leid ins Auge sehen müssten, all die Menschen, die auf dem Weg nach Europa sterben, wenn Menschen damit mehr konfrontiert werden würden, dann würden sie auch anders drüber nachdenken. Verbessern. Das ließe sich durch weniger Migration verbessern. Sorry, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Nein, ist voll in Ordnung. Ich weiß schon. Das ließe sich durch weniger Migration tatsächlich verbessern. Australien hat beispielsweise seine Sovereign Borders Politik eingeführt, also gar keine Migranten mehr reingelassen, also zumindest keine mehr über den Seeweg, die da illegal einreisen wollen. Und die Zahl der auf dem Seeweg Ertrunkenen ist von einigen hundert auf einstellige bis niedrig zweistellige Zahlen zurückgegangen. Also, oder ich glaube sogar größtenteils einstellige. Kannst du ja die Zahlen ansehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr diese Statistik von über den Mittelwert, über das Mittelmeer ertrunkenen Menschen, wie sehr das wie sehr das gesenkt werden würde, wenn es einen legalen Weg für die Einreise nach Europa gäbe. Wenn die nicht auf kleinen Schlepperbooten herüberkommen müssten, sondern wenn es Fähren gäbe, jetzt in der Straße von Gibraltar, wo zweimal am Tag mehrere Schiffe fahren. Wenn das legal wäre, dann würden da auch weniger Menschen sterben. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Ja, ich bin du auch entscheidest dafür, dich halt meiner Ansicht nach für die Regressive. Ja, dass die Asylanträge, wie gesagt, Asyl bin ich ja nicht dagegen, dass man die auf afrikanischer bzw. asiatischer Seite stellen können sollte. Aber wenn der abgelehnt wird, dann sollte man halt nicht in die EU kommen. Aber ich würde die Kriterien verändern für Asylanträge. Ich würde auch sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, wo nochmal, wenn man sich in die Hände von Schleppern begibt, das muss schon ein ziemlich triftiger wirtschaftlicher Grund sein, die würde ich auch noch mit aufnehmen. So. Und das ist, glaube ich, mein finaler Punkt. Ich lasse das gerne jetzt dir das finale Wort. Wenn du noch was sagen möchtest. Nee, ich würde sagen, das war eine gute Debatte. Ja. Na gut, ich sag dir danke, Konstantin. Tatsächlich der Einzige aus dieser Woken Bubble, mit dem man vernünftig reden kann, mit dem ich bisher geredet habe. Bin ich in dieser Woken Bubble? Ich weiß gar nicht, was woke ist. Du hast diese Ideologie. Hatte ich ja vorhin. Ja, gesehen. Aber du würdest ja auch für die Rechte von Trans... Also du würdest ja auch sagen, dass Trans-Menschen die gleichen Rechte haben sollten und sozial nicht diskriminiert werden sollten. Du bezweifelst zwar, dass diese Diskriminierung existiert, aber du bist ja auch nicht für die Diskriminierung von Gruppen, oder? Nee, bin ich nicht. Na eben, aber bist du dann nicht auch woke? Zumindest eine Schattierung von woke? Ich würde nur das weil gar du es nicht laut sagst. Wie gesagt, ich würde das gar nicht politisieren, diese Unterschiede. Ach. Und ich würde auch nicht sagen, dass die unpolitischen sozialen Unterdrückungsmechanismen, ich liebe es. Ich würde sagen, da gibt es keine Mechanismen.
Ja. Gott der peinlichen Todesart sagt, woke, wir haben dich erwischt. Nein, danke fürs Gespräch, Konstantin. Wenn du von mir irgendwas videomäßig haben möchtest, nee, ich hab's selber aufgenommen, das passt schon. Ja, also danke dir, gell, ciao. Ciao.